Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute sprechen wir über das große Update von Season 1 in Black Ops Cold War. Über Warzone, über den Multiplayer, neue Waffen, neue Operator und. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, Freunde. Ne, auch gerne ein kostenloses Abo, falls ihr neu sein solltet. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Viel Spaß. Ja, Freunde, starten wir erstmal rein mit Warzone. Und zwar bekommen wir hier eine neue Warzone-Map namens Rebirth Island. Das ist Alcatraz aus Black Ops 4 bzw. aus Blackout. Eine sehr beliebte Map und auch eine sehr geile Map, wie ich finde. Dann bekommen wir auch die ganzen Cold War-Waffen zu Warzone dazu. Das sind über 30 Stück. Und es wird auch von einer neuen Gulag-Erfahrung gesprochen. Was darunter man sich vorstellen kann, weiß ich nicht. Ich denke mal, vielleicht eine neue Map. Außer vielleicht der Gulag. Ich weiß es nicht ganz genau. Und wie gesagt, man kann jetzt auch, wenn man Cold War startet, eben ganz normal das Warzone spielen. Es verändert sich im Grunde eigentlich nichts vom Setting her. Also Warzone wird genauso spielbar sein wie damals zu MW. Das sind alle Neuerungen zu Warzone. Jetzt gehen wir rüber zum Multiplayer. Und zwar bekommen wir einmal 2 vs. 2 Gunfights zurück, inklusive 4 neuen Maps. Wie gesagt, ein sehr, sehr geiler Spielmodi, sehr intens. Also hat richtig Bock gemacht. Und wie gesagt, die ganzen Maps heißen einmal U-Bahn, dann ICBM, dann einmal KGB und einmal Game Show. Außerdem bekommen wir nochmal 2 neue 6 vs. 6 Multiplayer Maps dazu. Einmal die Map The Pines, das ist eine komplett neue Map. Das ist ein Kaufhaus, wo man sich auch draußen aufhalten kann. Da liegt halt Schnee rum. Dann bekommen wir Raid, das ist ein Remake aus Black Ops 2. Auch eine sehr, sehr geile Map, wie ich finde, eine der besten Maps in der COD-Geschichte. Und außerdem bekommen wir nochmal Nuketown 84 ein kleines Update, würde ich behaupten, in einem Weihnachtslook. Das heißt, da liegen überall Lichterketten rum, Schnee rum und so weiter und so fort. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Sache. Dann sprechen wir über die neuen Spielmodis, die wir bekommen werden für den Multiplayer. Wir haben einmal hier Pro Fund 6 vs. 6, ein absolut geiler und lustiger Spielmodi, wie ich finde. Ist halt ein Party-Modus, Freunde, also jetzt nicht auf Ernst abgesehen oder so, sondern einfach ein ganz entspannter, lustiger Spielmodi. Man ist halt ein Gegenstand und muss sich vom Gegnerteam verstecken. Man ist zum Beispiel ein Stuhl oder eine Laterne und man muss sich halt verstecken und die 2-3 Minuten überleben. Das Gegnerteam sind halt ganz normale Soldaten und die müssen halt euch finden und halt abschießen. Und wir bekommen einmal Dropkick 6 vs. 6, das ist ein eher taktischer Spielmodi, sowas wie S&D, würde ich jetzt mal behaupten, wo man halt das Ziel hat, den feindlichen Koffer in die eigene Basis zu bringen, würde ich jetzt mal an der Stelle so mal beschreiben. Dann bekommen wir auch ein neues Fahrzeug für 12 vs. 12, und zwar ist das ein taktisches Boot. Dann gibt es auch eine neue Punkteserie namens Harp. Ja, Freunde, der Orbi ist zurück und kostet 6000 Punkte. Freue mich auch tierisch drauf. Dann bekommen wir 3 neue Operator, einmal mit einem Namen Zayna, dann Stitch und einmal Bulldozer. Außerdem bekommen wir nochmal 3 neue Waffen. Einmal die Groza, das ist ein Sturmgewehr. Dann die MAC-10, das ist eine MP. Dann die Street Sweeper, das ist eine Shotgun aus MW2. Also die kennen wir bereits schon. Und wie gesagt, wir bekommen einen kompletten neuen Battle Pass mit 100 Stufen. Der ist natürlich 1:1 genauso aufgebaut wie in MW. Und man soll ihn angeblich sogar in Zombie leveln können. Und natürlich auch in Warzone und natürlich ganz klar im Multiplayer. Ja, Freunde, und zu guter Letzt sprechen wir nochmal über Zombies. Und zwar bekommen wir 2 neue Spielmodis. Und zwar einmal Cracked und einmal Jingle Hells. Ja, wie gesagt, mehr bekommen wir leider nicht. Keine neue Map leider. Finde ich ziemlich schade. Ich hätte mir zumindest ein Remake irgendwie gewünscht oder so. Müssen wir halt nochmal uns ein bisschen gedulden. Aber wie gesagt, ich denke mal, Season 2 bekommen wir auf jeden Fall eine neue Zombie-Map dazu. Das wäre es dann soweit mit dem ganzen Update, mit den ganzen Informationen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, gerne einen Kommentar und gerne ein kostenloses Abo, falls ihr neu sein solltet. Würde mich sehr freuen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. God lives chasing ghosts. He has some pieces of the puzzle, but doesn't know he's a piece himself. He won't live long enough to work that out. Vengeance is mine. Control.
trying to bait you, I know. No shit. I won't show him mercy. He showed me. Kill the rest. Adler is mine. And I've got a stuck the hour. Adler has some pieces of the puzzle, but doesn't know he's a piece himself. He won't live long enough to work that out. I won't show him the mercy he showed me. I was in charge of the production of Nova 6 on Rebirth Island. I answered to Colonel Kravchenko himself. I was loyal, my star ascendant. Until the Americans found us. That's when I met Russell Adler. He could not break me. Tell your boss, this is for Weaver. For letting Rebirth fall, Kravchenko sent me to Gulag, where I found my true calling. He's trying to bait you, Adler. No shit. But if we don't stop them, civilians are gonna die. Do it. What the hell? He's manufacturing Nova 6 again.